Meine Damen und Herren, wir sind gerade dabei, über die Wärmekapazität zu sprechen. Und gestern haben wir darüber ein Experiment gezeigt, sodass Sie eine Vorstellung davon haben, was das für eine Bedeutung hat, der Begriff der Wärmekapazität. Sie werden in den Methoden im Praktikum, wenn Sie dort teilnehmen, auch in der und der nächsten Woche ein Praktikumsbeispiel durchführen, wo Sie konkret quantitativ Wärmemengen und damit dann auch Wärmekapazitäten messen können. Also Sie kriegen ein Gefühl dafür, wovon wir hier eigentlich sprechen. Jetzt sprechen wir theoretisch darüber und wir können das jetzt deshalb tun, weil wir gerade vorhin die gaskinetische oder heute allgemein kinetische Interpretation des Temperaturbegriffes gemacht haben. Sie erinnern sich, und das sollten Sie während Ihres ganzen Physikerlebens nicht vergessen, dass die Temperatur, die absolute Temperatur groß T, ein Maß ist für die mittlere kinetische Energie eines Moleküls in dem entsprechenden Körper. Und die Temperatur zeigt also an, wie hektisch die Moleküle in einem Körper unterwegs sind. Wenn wir aber jetzt ein Maß gewonnen haben und auch einen quantitativen Zusammenhang für diese kinetische Energie eines Moleküls in einem Körper, dann ist es eine Kleinigkeit, die gesamte innere Energie der ungeordneten Molekülbewegung in dem Körper zu ermitteln. Immer vorausgesetzt, man hat lauter gleichartige Moleküle. Wir werden natürlich jetzt für diese Überlegungen immer von homogenen, einfachen Systemen ausgehen. Die Geschichte wird etwas, aber nicht viel komplizierter. Wenn man eine Mischung von mehreren verschiedenen Substanzen hat, dann muss man das halt aufsummieren. Aber wir gehen also von einer Substanz mit einer Art von Molekülen aus. Und da kann man sich also dann, wenn man weiß, wie groß die mittlere kinetische Energie der ungeordneten Molekülbewegung für ein Molekül ist, das einfach multiplizieren mit der Anzahl der Moleküle in dem Körper und kommt auf die innere Energie, die wir generell als U bezeichnen. Und das ist dann auch einfach F halbe mal KT. Das ist die mittlere kinetische Energie der Bewegung eines Moleküls mal der Anzahl der Moleküle in dem betrachteten System. Ganz einfach. Deshalb kommen wir hier eben auf diese Möglichkeit, jetzt die Wärmekapazität zu berechnen. Wir werden das fürs Weitere jetzt so umformen, dass wir da einerseits mit Na, mit der Avogadro-Konstante multiplizieren und dann wieder dividieren, dann erhalten wir das Gleiche in der Form F halbe N mal R mal T. Wobei das jetzt nicht die Anzahl der Moleküle, sondern die Anzahl der Mole ist, N durch Na, und dass R nicht die Boltzmann-Konstante, sondern die allgemeine Gaskonstante. Also das ist dann eben die Avogadro-Konstante mal K. Das ist die Beziehung, die man für die innere Energie von idealen Gasen erhält, eine ganz einfache Beziehung. Und jetzt wollen wir anschauen, was passiert, wenn man eine Änderung, eine Zustandsänderung bei einem solchen idealen Gas durchführt. So Zustandsänderungen, das ist was sehr Wichtiges in der Thermodynamik. Wie ändern sich die Bedingungen, wenn man was macht mit dem System? Und wir werden jetzt eine Zustandsänderung so durchführen, dass wir eine Wärme
Zufuhr betrachten zu diesem Gas, wobei das Volumen dieses Gases ungeändert bleibt. Konstantes Volumen, sowas nennt man auch, das werden wir dann etwas später noch genauer klassifizieren, einen Isochorenprozess. Aber das machen wir noch systematischer in ein paar Stunden. Aber damit kann man also jetzt sehr einfach sich überlegen, was da passiert. Denn es ist dann so, dass diese Wärmezufuhr, das Delta Q, einfach vollständig in die innere Energie des Systems übergeht. Das ist also gleich dem Delta U, weil wir voraussetzen, dass sich das Volumen nicht ändert. Daher wird von diesem System, von diesem Gas, keine mechanische Arbeit geleistet. Nur wenn sich ein Volumen ändert, dann kommt es zum Beispiel dazu, dass sich ein Kolben bewegt. Und der Kolben macht dann eine Arbeitsleistung. Aber das ist nicht der Fall, wenn ich voraussetze, dass das Volumen konstant bleibt. Daher ist diese Wärme, die findet sich zur Gänze vor in der Änderung der inneren Energie in dem System. Naja, und diese Änderung der inneren Energie, die können wir sofort aufschreiben, denn wenn sich also die innere Energie um ein Delta U ändert, dann entspricht das hier einem entsprechenden Delta T, weil ja das ein linearer Zusammenhang ist. Das heißt, wir haben hier F halbe mal N mal R mal Delta T. Also Sie sehen, Delta Q ist gleich F halbe N R mal Delta T. Ja, und was bedeutet das jetzt? Wir hatten gestern die spezifische und die molare Wärmekapazität, also die spezifische Wärme und die Molwärme kennengelernt. Und insbesondere bei der Molwärme war es so, dass wir gesagt haben, das ist jetzt nur eine Wiederholung, das steht schon in Ihren Unterlagen, falls Sie es mitgeschrieben haben, dass das Delta Q, also in Parenthese aufgeschrieben, nichts anderes ist als N mal C, und jetzt schreiben wir V dazu, weil V konstant ist, mal Delta T. Molzahl mal Molwärme mal Delta T. Das N mal CV ist die Wärmekapazität. Und wenn man jetzt das N da herausnimmt und nur das CV anschaut, dann ist es die Wärmekapazität pro Mol und daher die molare Wärmekapazität oder die Molwärme. Na, wenn Sie das miteinander vergleichen, dann sehen Sie sofort, das ist wirklich einfach, dass dieses CV, also die Molwärme des idealen Gases bei konstantem Volumen, nichts anderes ist als F halbe mal R. Und wir haben es schon. Einfach F halbe mal R, wirklich einfach. Das ist eine sehr wichtige Sache, weil so eine molare Wärmekapazität, das kann man ja messen. Und wenn man das also misst und außerdem die ideale Gaskonstante ja auch aus Messungen bei der Untersuchung der Zustandsgleichung idealer Gase erhält, dann kriegt man da die Anzahl der Freiheitsgrade heraus. Also immerhin schon aus einfachen makroskopischen thermodynamischen Messungen an Gasen kriegen Sie mikroskopische Informationen heraus. Denn diese Freiheitsgrade, das betrifft ja jedes Molekül. Ob das rotieren kann, wie viel Translationsfreiheitsgrade es hat, ob es schwingen kann und so weiter. Das alles spiegelt sich wieder in dieser Anzahl der Freiheitsgrade. Und das ist hier eine experimentelle Möglichkeit, das anzuschauen. Und es zeigt sich übrigens, wenn man das tut, wenn man also da das CV, groß CV, groß C, weil es die Molwärme ist, wenn da nicht die Molzahl, sondern die Masse stehen würde, dann
hätten wir da ein kleines C. Und das ist dann die spezifische Wärme. Aber interessanter ist die Molwärme. Weil das Mol, das hat immer was mit Anzahlen von Molekülen zu tun. Das ist was Fundamentaleres als die Masse. Weil da geht dann noch zusätzlich die Masse jedes Moleküls ein. Und da kommt es insbesondere auf die Anzahl der Moleküle an. Und wenn man dieses CV jetzt aufträgt, gegen die Temperatur zum Beispiel, da zeigt sich dann, dass wenn man von höheren Temperaturen, also bei Raumtemperatur etwa ausgeht, dann ist das eine Zeit lang einigermaßen konstant. Und aus der Höhe, die man da hat, kann man dann mit der Formel die Anzahl der Freiheitsgrade bestimmen. Aber wenn die Temperatur runtergeht, dann macht es solche Stufen. Im idealen Fall, das wird alles nicht so ideal dann wirklich in der Praxis sein, aber letzten Endes geht es dann runter zu CV gleich 0, wenn man den absoluten Nullpunkt anstrebt. Und das ist auch was Interessantes und Aufregendes, weil hier hat man sogar mit dieser deugerten einfachen Thermodynamik schon einen direkten Zugang zu Quanteneffekten. Denn aufgrund der Abnahme der Temperatur ist es so, dass, wie wir sagen, zunehmend mehr und mehr Freiheitsgrade eingefroren werden. Sprich, es muss eine gewisse Mindestenergie vorhanden sein, wegen der Quantelung der Situation hier, um bestimmte Freiheitsgrade überhaupt anzuregen. Und wenn die Temperatur kleiner wird, ist auch die thermische Energie kleiner und zunehmend mit zurückgehender Temperatur werden dann mehr und mehr von den an sich vorhandenen Freiheitsgraden nicht mehr angeregt werden können, weil sie eine zu hohe untere Energieschwelle haben. Und wenn man die nicht erreicht, dann kann man sie eben nicht anregen. Eine Sache, die Alten auch schon gewusst haben, da haben sie sich nicht vorstellen können, wieso. Und erst durch die Quantenphysik hat man dann also eine konkrete Möglichkeit gehabt, das tatsächlich zu interpretieren. Also man hat hier Quanteneffekte. Die man mit derartigen makroskopischen, experimentellen Messungen bestimmen kann. Das ist also die Situation bei V konstant. Jetzt können wir uns aber auch anschauen, und das ist also auch so vom, wie soll ich sagen, vom pädagogischen Standpunkt ganz gut, dass man das einmal gleich kennenlernt und auch in der Praxis natürlich wichtig. Wie schaut die Sache aus, wenn wir jetzt wieder eine Wärmezufuhr machen? Aber bei P gleich konstant. Also wir halten jetzt nicht das Volumen konstant, sondern wir betrachten da ein Gasvolumen, zum Beispiel in einem Zylinder. Na, so wie bei einer Dampfmaschine oder am Auto. Also das sind ja diese typischen Ideen, wie man thermodynamische Maschinen eben herstellt, dass da irgendwelche Gasvolumina sich ausdehnen und der Kolben arbeitet. Da denkt man alle nur an die Dampfmaschinen und das ist schon so ein altes Krempel. Aber bei allen Autos passiert das ja auch so, bis auf denen, die elektrisch laufen. Und das ist dabei nur ein kleiner Prozentsatz. Aber auch das, was Sie in Ihrem Auto haben, da haben sie wieder nichts anderes als einen Zylinder, wo ein Kolben drin ist, sich ein Gas ausdehnt und der Kolben leistet Arbeit. Also das ist eine sehr wichtige Geschichte. Das ist halt aufs Einfachste heruntergebrochen. Es gehört viel Technik dazu, dass das auch gut funktioniert. Aber das Prinzip ist immer das, dass sie Wärme zuführen und dass aufgrund dessen, wenn der Druck also von außen ungefähr der Atmosphärendruck ist und bleibt, dass sich dann dieser Kolben bewegt, der Druck gleich bleibt und jetzt zwei Dinge passieren. Erstens wird natürlich bei der Wärmezufuhr
Also Zufuhr von energieungeordneter Molekülbewegung wird erstens schon auch die innere Energie zunehmen, weil das wärmt sich ja auch auf. Aber außerdem bewegt sich dieses Ding. Und wenn es sich bewegt, verrichtet es Arbeit. Das heißt, wir haben einmal ein Delta Q, was da hineingeht, und andererseits ein Minus Delta W, was verrichtet wird. Wir werden für jetzt und den weiteren Teil dieser Thermodynamik vereinbaren, dass Größendifferenzen, die positiv sind, dem System zugeführt werden. Und negativ sind sie, wenn sie dem System abgeführt werden. Also das System verrichtet Arbeit, dann wird es die Arbeit von dem System in die Umgebung abgegeben, damit der Motor halt das Auto antreibt und das Auto dann fährt. Nicht? Also daher ist das hier mit Minus Delta W anzusetzen, weil das Delta W eine Größe kleiner als Null ist, weil diese Arbeit ja abgeführt wird. Na, und da wollen wir uns jetzt also anschauen, wie wird denn das nun wirklich ausschauen. Wir werden wieder also eine Wärmemenge zuführen, aber diese Wärmemenge, die ist jetzt nicht einfach gleich dem Delta U, sondern nur teilweise. Einerseits geht ein Teil von der Wärmemenge in das Delta U über, aber es wird auch eine mechanische Arbeit abgeführt. Und da steckt jetzt in dieser Überlegung schon der Energieerhaltungssatz drinnen. Das, was ich also da an Energie der ungeordneten Molekularbewegung da hineinstecke, das geht also zum Teil in die Änderung der inneren Energie und zum Teil in die Änderung in die Abführung von mechanischer Arbeit in die Umgebung. Daher wird das jetzt anders ausschauen. Und das, was hier steht, sage ich gleich jetzt einmal dazu, das werden wir da in ein, zwei Stunden wieder vorfinden, das ist schon der berühmte erste Hauptsatz der Wärmelehre. Aber der kommt dann schon noch. Ich will nur sagen, eigentlich haben wir ihn jetzt da hier schon verwendet, der nichts anderes aussagt, als dass der Energieerhaltungssatz auch auf thermodynamische Systeme ausgeweitet wird und auch dort gültig bleibt. Dass also die Änderung der inneren Energie zusammenhängt mit einer Änderung der Wärme, also einer Zuführung von Wärme und Zuführung von mechanischer Arbeit. Nur so kann sich die innere Energie ändern, durch sonst nichts. Das ist die Aussage des Energiesatzes, der im Rahmen der Thermodynamik erster Hauptsatz der Thermodynamik heißt. Na, jetzt wollen wir schauen, was das hier für diesen Fall jetzt konkret bedeutet. Naja, da braucht man natürlich jetzt nur das ausrechnen. Dieses Delta U, das ist natürlich nach wie vor gleich F halbe mal N Delta T. Also N mal F halbe mal R mal Delta T. Aber das Delta T wird kleiner sein, als es hier war. Weil nämlich da jetzt noch ein bisschen was überbleiben muss für die Arbeitsverrichtung. Also kommt da noch dieses Delta W. Und wie können wir uns dieses Delta W jetzt ausrechnen? Das geht ganz einfach. Dann nehmen wir uns gleich diese Sache da her. Da drinnen ist ja das Gas. Und da wirkt also eine Kraft auf diesen Kolben. Und der verschiebt sich dann um ein Stück hier. Dieses Stück kann ich ja Delta S nennen. Und dann wird diese Arbeitsverrichtung gegeben sein als F mal Delta S, Kraft mal Verschiebungsstrecke in der gleichen Richtung. Und dieses F mal Delta S lässt sich auch schreiben als F durch A mal Delta S.
und F durch A, Kraft pro Fläche. A ist die Fläche dieses Kolbens hier. F durch A ist der Druck, der auf diesen Kolben wirkt, also der Gasdruck da drinnen. Und A mal Delta S ist die Änderung des Volumens, das Sie da haben, wann der Kolben um dieses Stück weitergeht. Nicht? Grundfläche mal Höhe dieses kleinen Stücks da hier. Also ist das P mal Delta V. Also Sie sehen, dieses minus Delta W, das ist ja dieses F mal Delta S minus Delta W, die verrichtete Arbeit, ist P mal Delta V. Also dieses minus Delta W ist plus P mal Delta V. Und auf die Weise haben wir das schon erreicht. Eine kleine Umformung bringt uns gleich zum Ziel, weil wir können also jetzt sagen, wir wissen ja, wir haben es mit einem idealen Gas zu tun, daher gilt P mal V ist gleich N mal R mal T. Und wenn wir jetzt ja voraussetzen, dass P konstant ist, ein konstanter Faktor hier, der sich nicht ändert, und wir werden jetzt das V ändern um ein Delta V, dann ergibt sich daraus, dass P mal Delta V, P bleibt konstant, gleich sein wird N mal R mal Delta T. Sonst hätten wir auch irgendein Delta P berücksichtigen müssen. Müssen wir aber nicht, weil wir setzen ja hier voraus, es ist konstant. Der Kolben bewegt sich so, dass der Außendruck sich nicht ändert und damit der Innendruck auch bleibt, was er ist. Also können wir dieses P Delta V direkt da oben einsetzen und kriegen Delta Q ist gleich N mal F halbe mal R mal Delta T, das habe ich von hier abgeschrieben, und statt P Delta V schreibe ich plus N mal R mal Delta T. Na, da sehen Sie schon, da kann man ganz schön was herausheben. Und zwar das, was wir da herausheben können, ist einmal N. Und natürlich dann auch Delta T. Und so bleibt dann da drinnen stehen, dass das Delta Q gleich ist. Schreiben wir einmal zunächst das N auf. Dann bleibt in der Klammer stehen F halbe mal R plus R mal Delta T. Das bleibt stehen. Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit der Definition Delta Q ist gleich N mal C mal Delta T und C ist die Molwärme, müssen wir jetzt ein CP betrachten. Weil jetzt betrachten wir das ja nicht bei konstantem V, sondern bei konstantem P. Und wenn Sie das jetzt vergleichen, Delta Q ist N mal CP mal Delta T, N mal CP mal Delta T, dann steht hier schon das CP. Und Sie sehen, das CP, diese Wärmekapazität, ist jetzt größer. Das können wir uns ja gleich aufschreiben. Also wir kriegen ein Ergebnis und das Ergebnis lautet, dass das, was da also das CV herausgekommen ist, kommt uns jetzt das CP heraus, die Molwärme, in beiden Fällen ist es eine Molwärme. Dort ist es die Molwärme bei konstantem Volumen, da ist es die Molwärme bei konstantem Druck. Und da kommt also dieses F halbe mal R plus R heraus oder F plus 2 halbe mal R. Da haben wir F halbe mal R, da haben wir F plus 2 halbe mal R. Ja, wieso ist das so? Wieso kommt da diese Molwärme größer heraus? Naja, dieses System hat deshalb eine größere Wärmekapazität, weil man eben mehr
Wärme zuführen muss, um eine bestimmte Temperaturänderung zu erreichen. Und warum muss man das? Weil ja ein Teil der Wärme in mechanische Arbeit übergeführt wird. Das heizt sich lieber auf, weil es nicht die Freiheit hat, sich auszudehnen. Da brauchen Sie weniger Wärme zuführen für ein bestimmtes Delta T, für eine bestimmte Temperaturerhöhung. Bei dem System tun Sie auch Wärme zuführen, aber dieses blöde System tut sie ja außerdem expandieren. Deswegen geht nicht die ganze Wärme, die ich da reinstecke, jetzt in die Temperaturerhöhung, sondern ein Teil macht auch eine Arbeit, was andererseits wieder ein Glück ist. Nicht? Sonst hätte man keine thermodynamischen Kraftmaschinen, könnte man nicht Auto fahren. Also so gesehen muss es ja so sein, nicht? Für uns. Aber wesentlich ist, dass bei gleicher zugeführter Wärme die Temperatur weniger stark ansteigt. Und das bedeutet de facto, dass die Wärmekapazität dieses Systems, gehalten auf konstantem Druck, eben größer ist. Es kann mehr Wärme aufnehmen, bis eine bestimmte Temperaturerhöhung entstanden ist, weil es sich ja außerdem ein bisschen expandiert. Ist da irgendwas unklar dabei? Sehr wichtig, dass einem das gut klar ist. Das wird oft so schnell übergangen, dass man dann gar nicht weiß, warum das eigentlich so ist. Na, und wenn man das also jetzt noch ein bisschen umformt, kommt man dann auch heraus, dass Cp minus Cv, das braucht man ja da nur anschauen, einfach gleich R ist. Das kommt damit als Ergebnis und als Folgerung sofort auch heraus. Also für ideale Gase natürlich. Und was man auch sehen kann, ist, dass man natürlich Cp durch Cv auch durchdividieren kann. Cp durch Cv, was ist das Cp? Durch das Cv durchdividieren, dann haben Sie F plus 2 halbe mal R durch F halbe mal R. Also was da eigentlich stehen bleibt, ist F plus 2 durch F. Und das ist eine besonders schöne, direkte Möglichkeit, dass man diese Anzahl der Freiheitsgrade experimentell bestimmen kann. Dieses Verhältnis von Cp durch Cv wird auch oft als Kappa, als Adiabatenindex bezeichnet. Aber das erkläre ich jetzt noch nicht. Da halte ich mir jetzt zu viel auf. Das machen wir in ein, zwei Stunden sowieso. Und dann können wir genüsslich auf das wieder zurückgreifen da und das dann gleich verwenden. Also Adiabatenindex tritt hier bereits auf. So viel zur Wärmekapazität von Gasen. Die Flüssigkeiten, die lassen wir aus. Flüssigkeiten sind in dem Zusammenhang recht komplizierte Dinge. Was man eher gut beschreiben kann, ist das Verhalten von Festkörpern. Und das ist natürlich eine große Thematik. Über das könnte man lang reden. Ich werde nicht viel Zeit darauf verwenden, weil man nämlich im Wesentlichen im Rahmen unserer Betrachtungen jetzt nur eine wichtige Sache hier behandeln muss, nämlich für Festkörper das war alles für Gase bis jetzt. Für Festkörper gibt es einen wichtigen Unterschied. Die Moleküle, die sausen da nicht so wild in der ganzen Weltgegend herum, sondern im Wesentlichen zittern die rund um eine Position, eine Gitterposition in dem Festkörper herum. Denn wenn die so toll herum sich bewegen würden, dann wären sie schon wie eine Flüssigkeit, dann hätten sie ja eben keine feste Form. Die feste Form hat ein Festkörper, weil eben die Gitteratome oder Moleküle am Ort sind. Nur sie zittern dort. Und je größer die Temperatur ist, desto stärker zittern sie. Aber natürlich,
wer hält sie denn an dem Ort, wo sie sind? Die befinden sich in einer Potentialmulde und sind im Wesentlichen lauter kleine harmonische Oszillatoren. Und wenn man es zu arg treibt, dann werden sie auch anharmonisch und irgendwann einmal schmilzt dann die Geschichte, dann ist aus mit dem Festkörper. Aber wenn man also innerhalb gewisser Grenzen bleibt, noch weit weg vom Schmelzpunkt, dann sind das im Wesentlichen lauter so harmonische Oszillatoren und die haben also eine kinetische Energie, wenn sie schwingen, aber sie haben auch eine potenzielle Energie, wenn sie aus ihren Ruhelagen, sich aus ihren Gleichgewichtslagen herausbewegen bei dem Schwingen. Und da zeigt sich, das kann man durchaus leicht nachvollziehen, dass in dem Fall zu den Translationsenergien aufgrund der kinetischen Energie dieser Gitteratome auch in gleichem Maße im Mittelwert noch jeweils eine mittlere potenzielle Energie dazukommt, wenn die aus ihren Gleichgewichtslagen wegschwingen. Das heißt, sie haben jetzt nicht nur drei Freiheitsgrade, die sozusagen mit Energie gekrönt sind, sozusagen, sondern drei weitere, wo die potenzielle Energie noch eingeht. Das haben ja die Gasmoleküle nicht. Die haben ja keine Wechselwirkung, wenn sie nicht gerade zufällig zusammenstoßen. Da gibt's nichts mit einer potenziellen Energie. Beim Festkörper aber sehr wohl. Und das bedeutet beim Festkörper, dass man einfach die Situation hat, dass dieses C wieder so wie da ist, F halbe mal R, aber das F ist jetzt 6 und nicht 3. Und nicht, weil sie rotieren können, sondern weil zu den Energien, die sich kinetisch aufteilen auf die drei Translationsrichtungen, noch einmal so viel für die potenziellen Energien dazukommt. Und dementsprechend hat man also dann 6 und daher kommt heraus, dass das C die Molwärme für einen Festkörper und natürlich ist es wieder ein CV, so ähnlich wie wir es hier geschrieben haben, gleich 6 halbe mal R ist. Und das ist 3 mal R. So einfach. Und das ist für viele Festkörper auch erfüllt und ist das Dulong-Petitsche Gesetz. So einfach geht das. Dulong-Petit. Es ist schön, dass man solche Sachen experimentell auch wirklich finden kann und dass man so eine wunderbar einfache Erklärung hat. Ich glaube, Sie kriegen schon ein bisschen das Gefühl dafür, die Thermodynamik, die hat was. Da kann man mit relativ einfachen Mitteln doch vieles über das Verhalten von Systemen aussagen, auch ohne, dass man im Einzelnen die Struktur und die Wechselwirkung der konkreten Moleküle kennen muss, kann man trotzdem schon viel sagen. Aber natürlich, gar so einfach ist es auch wieder nicht, denn auch hier können wir wieder dieses CV gegen die absolute Temperatur auftragen und das fängt also bei genügend großen Temperaturen wirklich bei der Dulong-Petitschen Regel von 3R an. Da ist also 3R, aber Sie können sich schon vorstellen, auch da werden schrittweise die Freiheitsgrade eingefroren und dadurch geht dann die Wärmekapazität zurück und das auch wieder unterschiedlich für verschiedene Materialien. Also wenn man es dann wirklich im Detail genauer wissen will, das kann die arme Thermodynamik allein nicht mehr so. Da muss man dann schon Zusatzinformationen haben über das konkrete Verhalten der Körper. Aber was dann letzten Endes herauskommt, ist, dass das da so runtergeht und sich dann da so annähert. Absolut null ist ja nie zu erreichen, aber es zeigt sich, dass das also mit der dritten Potenz, mit T hoch 3, da herunterkommt. Das ist also schon ziemlich ordentlich. Und das geht auf den Herrn Debye zurück. Debye hat dazu eine Theorie geschaffen, die also diese T der dritten Abhängigkeit da unten erklärt. Aber dann gibt es dann so einen Übergangsbereich und dann schleift sich auf die makroskopische Thermodynamik ein. Also das ist so ein typisches Verhalten. Und unterschiedliche Metalle machen das ein bisschen unterschiedlich. Da geht es dann halt so, das eine für Kupfer und das andere für Blei und so weiter. Ich will das nur so exemplarisch zeigen, dass Sie sehen, worum es sich hier handelt.
Also das ist die spezifische Wärme, die Molwärme für Festkörper, die Molwärme. Ich mache da immer besonders große C, damit klar ist, dass es sich um die molare Wärmekapazität handelt und nicht um die spezifische. Also die Wärmekapazität von einem Kilomol und nicht von einem Kilogramm. Um das geht es bei diesen einfachen Beziehungen. Aber das kann man natürlich leicht ineinander umrechnen. Wenn man dann weiß, was ist die Masse von einem Kilomol, dann kann ich das sofort umrechnen, was das dann für spezifisch ist. Ja. In welchen Größenordnungen? Ja, ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Gut, dass Sie fragen. Da haben wir 100 Kelvin. Und da sind 200 Kelvin. Und dort, wo wir sind, ist es üblicherweise schon ziemlich oben. Ja? Also das wird natürlich dann ernst, wenn es richtig kalt wird. Wir sind ja eigentlich in einem sehr hoch aufgeheizten System. Gott sei Dank hält man das aus. Ne? Und daher sind da so Quanteneffekte nur mehr zum Teil sichtbar. Oft sind sie weg. Also zum Beispiel die Supraleitung ist ja schon lang weg bei 300 Kelvin, wo wir da sind. Aber es gibt einen anderen Quanteneffekt, den werden wir im Sommersemester näher besprechen, nämlich den Ferromagnetismus. Und der hält bis etliche 100 Grad Celsius, bis das Eisen schon bald rotglühend ist, bis er dann zusammenbricht. Glück für uns, weil trotz unserer relativ hohen Temperaturen ist das fürs Eisen immer noch eiskalt, sodass das Eisen da immer noch Quantenphänomene zeigt, was die Magnetisierung betrifft. Und deswegen kann man sogar bei Zimmertemperatur einen tollen Quanteneffekt erleben, nämlich den Ferromagnetismus, was für uns ganz wichtig ist. Sonst gingen keine Transformatoren, es gingen keine Motoren, schaut alles viel schlechter aus. Also gut, wer weiß, vielleicht wäre es eh gescheiter. Aber es ist halt so und wir sind ganz froh, dass wir den Strom haben und dass wir ihn auch transformieren können. Das geht nur aufgrund dieser Zufälligkeit, dass gerade der Ferromagnetismus so stabil ist, dass er sogar bei Raumtemperatur noch volle Pulle da ist. Während so Supraleitungen, so, das ist ja alles längst weg. Ne? Wäre auch nicht schlecht, wenn man das bis, aber das hat man noch nicht. Bis 100 Kelvin haben sie es gebraucht, aber weiter nicht, scheint nicht zu gehen. Na gut, also das war nur eine kleine Bemerkung noch zu dieser Frage, die Sie da gestellt haben. Mehr möchte ich zu diesen zur Wärmekapazität jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, Sie haben sich schon ein gewisses Bild machen können. Erstens, wie man sie berechnen kann und wie sie mit dem Temperaturbegriff zusammenhängt. Auch dieser Begriff der inneren Energie ist Ihnen bei der Gelegenheit geläufig geworden. Das ist also die gesamte kinetische Energie der ungeordneten Molekülbewegung aller Moleküle in dem Körper. Ja, aller Moleküle. Wenn der Körper doppelt so groß ist bei gleicher Temperatur, ist das U auch doppelt so viel. Das ist eine extensive Größe. Dagegen die Temperatur, sage ich noch einmal, ist insoweit ganz anders, weil sie eine intensive Größe ist. Mit der Temperatur beschreibt man mit diesem Zusammenhang, den wir da gehabt haben, F halbe KT, beschreibt man die mittlere kinetische Energie der ungeordneten Bewegung eines Moleküls in dem Körper. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, das ist natürlich dann eine sehr kleine Größe, aber dafür steht ja das K da drinnen. Das ist ja eine kleine Größe. Aber dagegen bei dem U kommt da ja das Groß N dazu, die Anzahl der Moleküle. Das heißt, das ist schon was Handfestes. Und genau genommen muss man da oft sogar ganz erhebliche Energien hineinstecken, damit die Temperatur ein bisschen was tut. Erinnern Sie sich an diesen Reibungsversuch mit der Joule'schen Wärme, wie lang da der Herr Litschauer drehen hat müssen, bis endlich die Temperatur ein bisschen raufgegangen ist. Also da braucht man schon ziemlich viel Energie, um die so in Schwung zu bringen, diese Moleküle. Um ihre ungeordnete Bewegung zu vollführen. Also ich glaube, ein bisschen ein Gefühl für die Sachen haben Sie jetzt schon bekommen. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Punkt über und
das ist halt jetzt alles ein bisschen Geschmackssache. Ich zeige Ihnen heute halt aus jedem Dorf einen Hund und suche mir heute halt die wichtigsten Dörfer aus sozusagen und die schönsten Hunde und dann hoffe ich, dass ich Ihnen heute halt ein bisschen einen Überblick über das ganze System, über die ganze Thermodynamik gegeben habe. Und in dem nächsten Punkt sprechen wir über Transportvorgänge. Das hat schon einen gewissen Anschluss an das, was wir bisher besprochen haben. Weil bisher haben wir praktisch immer über Gleichgewichtszustände gesprochen. Das alles geht ja langsam. Da tun sie die Wärme dazu und langsam bewegt sich da der Kolben. In jedem Moment ist das nahe am Gleichgewicht. Na, bei einem Auto geht das nicht. Da kommen sie ja nicht weiter. Das muss sich ja entsprechend schneller bewegen. Trotzdem ist es also oft so, dass selbst dann noch in einer gewissen Näherung mit Gleichgewichtszuständen gerechnet werden kann, dann spricht man von quasi stationären Vorgängen. Da ist man nie weit weg vom Gleichgewicht. Jetzt aber wollen wir weit weg vom Gleichgewicht gehen, indem wir eine räumliche Inhomogenität der entsprechenden Systeme betrachten wollen. Und da habe ich gleich ein Beispiel für Sie, wo Sie gleich erkennen können, da wird sich was tun. Nämlich zum Beispiel, wenn Sie da hier davon ausgehen, wir haben hier ein zylindrisches Volumen geteilt mit einer Membran und da ist zum Beispiel da Sauerstoff und da Stickstoff drin. Die Membran ist da und die zwei sind getrennt. Und wenn Sie jetzt die Membran herausnehmen, dann ist es im ersten Moment ein sehr stark inhomogenes räumliches System. Und was wird natürlich passieren, wenn man dort eine Zeit lang wartet und oft gar nicht so lang, dann diffundieren die nur aufgrund der Statistik ineinander und bilden dann eine Mischung und das ist dann wieder ein homogener Gleichgewichtszustand. Aber das läuft von hier hierher, einen Nicht-Gleichgewichtszustand und wie Sie sich sofort denken können, einen irreversiblen Vorgang, weil Sie können noch so lang warten, das wird nie mehr zurück da oben hinkommen. Das geht nur in einer Richtung. Und über diese Irreversibilität wird also noch genauer zu sprechen sein. Also da haben Sie den typischen Fall eines räumlich inhomogenen Systems, was dann dazu führt, dass man da dann Nicht-Gleichgewichtszustände durchläuft und über die wollen wir also jetzt sprechen. Nicht-Gleichgewicht. Und insbesondere sprechen wir über drei Vorgänge. Wir sprechen über Massetransport, vier sogar. Bleiben wir bei drei. Impulstransport, Massetransport und Energietransport. Transportierte Größen in dem betrachteten inhomogenen System. Da haben wir Impuls, Masse und Energie oder Wärme. Menge. Da haben wir schon gesehen, dass das miteinander äquivalent ist. Naja, und schauen wir vielleicht einmal die der Reihe nach an und beginnen wir mit dem Impulstransport. Beim Impulstransport haben wir einen Vorgang, den wir in der Hydrodynamik schon besprochen haben. Der führt nämlich, dieser Impulstransport, zur Wechselwirkung zwischen aneinander mit verschiedenen Geschwindigkeiten abgleitenden Flüssigkeitsschichten. Und da hatten wir schon beim Impulstransport also in der Hydrodynamik schon gesehen, man kann da also zwei so Platten betrachten,
dazwischen eine Z-Achse und da wird sich dann, wenn die obere Platte sich gegen die untere bewegt, so ein Geschwindigkeitsprofil ausbilden. Das sind die Geschwindigkeitsvektoren. Da gleiten die verschiedenen Schichten aneinander ab und jetzt sage ich dazu, dass es hier einen Impulstransportvektor P, GP gibt. Von der bewegten zur ruhenden Platte. Und dieser Impulstransport, also das ist die Impulstransportdichte pro Flächeneinheit, das vermittelt die Kraftwirkung zwischen diesen beiden Platten und das ist, was wir unter Viskosität verstehen. Der Impulstransport führt natürlich zu einer entsprechenden Kraftwirkung, deswegen muss die obere Platte ja mit einer gewissen Kraft gezogen werden, damit man diese Zähigkeit überwinden kann. Ja, und diese Kraft haben wir ja auch in der Hydrodynamik schon aufgeschrieben, das war Eta mal A mal dV nach dz. Die Zähigkeit mal der Plattenfläche mal der Veränderung der Geschwindigkeit mit der Höhe, dem Geschwindigkeitsgradienten. Und das setzen wir jetzt einfach gleich Eta mal diesem dV nach dz. Wenn wir jetzt das auf die Flächeneinheit beziehen, bezogen auf die Flächeneinheit von diesen zwei Platten, dividieren wir durch A, dann haben wir da die Kraft, die da pro Flächeneinheit ist und das ist dann dieser Impulstransport. Der Betrag dieses Impulstransportvektors ist daher gleich Eta mal dV nach dz. Dieser Impulstransport, dieser Impuls pro Zeiteinheit und jetzt noch pro Flächeneinheit, weil es eine Transportdichte ist, ist daher die Kraft pro Flächeneinheit. Und wenn man das mit der Fläche multipliziert, kommt die Kraft heraus. Also mehr ist dazu jetzt gar nicht zu sagen, weil über die Viskosität haben wir in der Hydrodynamik schon genug gesagt. Mir kam es jetzt darauf an, dass Sie da noch zusätzlich erkennen, dass es sich um einen Transport des Impulses der Teilchen von der bewegten Zone in die ruhige Zone hinuntergeht und dass dieser Impulstransportvektor einfach Kraft pro Fläche ist. Das ist das durch A dividierte F, Eta mal dV nach dz. Was wir allerdings noch nicht bis jetzt kennengelernt haben und daher ist es jetzt neu für Sie, ist, wenn wir jetzt zum Massetransport übergehen. Beim Massetransport zeigt sich, dass es da eine sehr einfache Gesetzmäßigkeit gibt, nämlich es wird, wenn man von Konvektionsbewegungen absieht, zu einem solchen Massetransport kommen, wenn in einem System, etwa so einem Zylinder, da viele Moleküle und da nur ein paar Moleküle sein werden. Dann werden sich die ausgleichen auf eine gemeinsame Konzentration. Und die Stärke des Unterschiedes der Dichten hier und hier macht es aus. Wenn die Dichten immer gleich sind, naja, dann wird sich auch nichts mehr tun. Wenn sie aber hier sehr unterschiedlich sind, kommt es zu einem Transport in dieser Richtung, sodass sich das System ausgleicht. Und der Massefluss-Dichte-Vektor, Masse pro Querschnittsflächeneinheit, der da so zu dieser Diffusion beiträgt, der ist nun minus eine Proportionalitätskonstante mal dem Gradienten der Molekülanzahldichte. N ist die Molekülanzahldichte
und jetzt wieder einmal nicht die Molzahl. Das geistert jetzt immer so und so herum und da muss man also drauf aufpassen. Das ist das sogenannte Fick'sche Gesetz. Je stärker der Gradient dieser Dichte ist, desto größer wird dieser Massefluss werden. Wenn der Gradient 0 ist und alles ausgeglichen ist, haben Sie auch keinen Massefluss. Der Gradientenvektor zeigt immer in Richtung höherer Parameter, daher das Minus, weil das diffundiert natürlich in Richtung kleinerer Dichten. Und das D ist der Diffusionskoeffizient. Und dieser Diffusionskoeffizient ist nichts anderes als eine Größe, die charakteristisch ist für verschiedene Gase. Je nach Molekülgröße, Querschnitt und so weiter, werden die schneller oder weniger schnell diffundieren und das wird dann durch diesen Diffusionskoeffizienten berücksichtigt. Sie können sich also vorstellen, dass man das relativ leicht theoretisch beschreiben kann und diese Größen, die Diffusionskoeffizienten, die misst man dann halt für verschiedene konkrete Systeme und kann damit dann diesen Massetransport durch Diffusion bestimmen. Aber jetzt gibt es also noch einen dritten, nämlich den Energietransport. Und der kann auf drei Weisen stattfinden. Einerseits durch Wärmeleitung, wenn man also ein ruhendes System hat und da geht es also durch einen Stahlstab von einem heißen Ende zu einem kalten Ende. Dann durch Konvektion, wenn man ein heißes Gas wo durchbläst und letztlich sogar ohne Anwesenheit von materiellen Körpern durch Strahlung. Das ist das, was wir von der Sonne kriegen. Die Energie, die die Sonne uns liefert, geht weder durch Wärmeleitung noch durch Konvektion zu uns, sondern durch Wärmestrahlung. Und wie wir heute wissen, ist das nichts anderes als eine elektromagnetische Welle, die eine derartige Strahlung dann bewirkt. Das ist für uns sehr wichtig. Was macht man denn, wenn das nicht zu uns kommt? Also Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung. Die Wärmeleitung kann man leicht sich vorstellen in völliger Analogie zu dem hier. Nur ist es jetzt nicht so, dass man da mehr Teilchen hat und auf der anderen Seite weniger Teilchen, sondern da haben wir eine hohe Temperatur und da eine tiefe Temperatur. Die zieht dann stark. Die zittern weniger und dieses Zittern breitet sich dann schön langsam auf den ganzen Körper aus. Und in entsprechender Weise kriegt man auch hier wieder eine Gesetzmäßigkeit, in dem Fall für eine Wärmeflussdichte, die da so hinüberläuft, von der hohen Temperatur zur niedrigen Temperatur, so lang bis es sich ausgeglichen hat. Und diese Wärmeflussdichte schaut genauso aus wie da. Venus, nur schreibt man statt dk den Wärmeleit, die Wärmeleitfähigkeit mal dem Gradienten der Temperatur. Und das ist die Wärmeleitfähigkeit. Und so etwas können wir uns experimentell anschauen. Und da hat uns der Herr Litschauer zwei Experimente vorbereitet, die wir uns hier anschauen können. Womit wollen wir anfangen? Mir ist es egal. Mit dem Stab. Da haben Sie hier also einen Kupferstab. Von einer Seite kann er geheizt werden. Und an dem Kupferstab sind mit was? Mit Paraffin Stahlkugeln angepickt. Und wenn man das jetzt da erhitzt, fangen Sie gleich an damit, dann wird die Wärme über diesen Kupferstab herüberströmen und dann bedeutet das, dass man also hier dann sehen wird, das wird also immer mehr Temperatur zunehmen und schrittweise werden dann die Verbindungen mit dem Paraffin flüssig und dann fällt halt eine Kugel nach der anderen herunter.
Also so kann man Wärmeleitung wirklich unmittelbar sichtbar machen. Dadurch, dass man eben dieses Paraffin beobachtet, wie es dann schmilzt und die Kugeln dann herunterfallen. Also auf die Art und Weise sehen Sie, dass wir Wärmeleitung betrachten können. Ja, ich glaube, wir hören das eh dann sofort, wenn eine Kugel herunterfällt. Dann werde ich jetzt noch über die Konvektion möchte ich nicht viel sagen. Das ist eigentlich eine einfache Sache, eine hydrodynamische Sache, wo eine gewisse Masse von Gas oder Flüssigkeit durch Strömung weitertransportiert wird und mit dieser Masse, mit sozusagen, wird ein Wärmeinhalt transportiert. Das ist dann Wärmeleitung durch Konvektion, also Energietransport durch Konvektion. Aber die Wärmestrahlung, aha, haben Sie es gehört? Eine Kugel ist herunten, die liegt jetzt schon da. Also das funktioniert. Und es war auch ein bisschen wichtig, wirklich die linkeste. Also das wäre jetzt blöd, wenn die rechterste zuerst runtergefallen wäre. Aber das sieht man eben daran, dass eben die Wärme da so in einer Weise gerichtet durchgeht, ohne dass da eine Konvektion vorhanden ist, sondern das ist nur das Zittern der Kupferatome, das da halt so graduell weiterläuft. Und das bedeutet, dass das immer heißer wird und bald, ja, die nächste ist noch da, wird also das nächste auch herunterfallen. Ich möchte also die thermische Strahlung eben auch noch kurz erwähnen, ein sehr wichtiger Prozess. Einerseits, weil wie gesagt, auch das, aha, haben wir schon, nächstes herunten, das klickt immer so schön, die machen das gut mit der Platten da unten. Dadurch macht das Experiment auf sich aufmerksam. Das ist natürlich günstig, nicht? Und also Sie sehen, es funktioniert. Bei der Wärmestrahlung, das ist auch aus grundsätzlichen Aspekten ein sehr wichtiger Effekt, weil vor ein bisschen mehr als 100 Jahren hat also der Herr Planck durch Analyse der Experimente zur Wärmestrahlung eines schwarzen Körpers klar erkannt, dass es hier ohne Quantenmechanik nicht geht und hat erstmals in dem Zusammenhang eine sogenannte Hilfskonstante H eingeführt, die sich dann in weiterer Folge als das Planck'sche Wirkungsquantum herausgestellt hat und damit eigentlich den Anfangspunkt der Quantenphysik markiert hat. Das ist also anhand von Untersuchungen zur Wärmestrahlung passiert. Aber in die Richtung wollen wir ja jetzt nicht fortschreiten. Ein paar Minuten noch bitte. Bleiben Sie nur da. Wollen wir nicht fortschreiten, sondern ich möchte Ihnen hier nur ein wichtiges Gesetz zeigen. Übrigens, das klickt vor sich hin. Es ist also jetzt schon das Vorletzte herunten. Ich glaube, das Letzte braucht man nicht mehr abwarten. Lassen wir das. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich, wollen Sie es noch haben? Also gut, na, Sie sehen ja, Sie wollen es also haben. Nicht? Die Wärmestrahlung kann man aber besonders einfach mit Hilfe des Stefan-Boltzmann-Gesetzes beschreiben. Jetzt heißt der Boltzmann aber Ludwig. Und der Stefan war ein anderer bedeutender Physiker, ich glaube sogar sein Betreuer früher oder so irgendwas. Beide waren in Wien übrigens, also wir haben da eine gewisse Tradition. Und dieses Stefan, jetzt haben wir es, sehr gut, wunderbar. Übrigens werfen wir gleich das andere Experiment an. Da gibt es noch ein schönes Experiment zur Wärmeleitung, aber da müssen wir, glaube ich, die Kamera wieder herüberholen. Da haben wir jetzt einen zentralen Kupferkörper und an dem hängen in verschiedenen Richtungen unterschiedliche Stangen, ich glaube aus unterschiedlichen Materialien.
Und entsprechend diesen unterschiedlichen Materialien werden die unterschiedlich gut die Wärme leiten. Und daher werden diese Stabeln, die da dran sind, zu unterschiedlichen Zeiten eben dann durch diese Wärme dann beeinflusst werden. Also wir schalten da ein und lassen das also jetzt von der Mitte her heiß werden. Und Sie werden dann sehen, was da passiert, wenn also da in den verschiedenen Stäben da hier die Wärmeleitung erfolgt. Also was das Stefan-Boltzmann-Gesetz betrifft, das besagt, wie groß der Wärmestrahlungsfluss von einer heißen Oberfläche weg in die Umgebung ist. Also zum Beispiel von der Sonnenoberfläche weg. Ja, sehr wichtig, dass man das weiß. Oder von einer rot glühenden Metalloberfläche zum Beispiel. Oder aber auch von einer ganz normalen Oberfläche. Es hat ein bisschen weniger Wärmefluss, aber es gibt auch einen Wärmefluss. Und dieser Strahlungsfluss, Phi-Strahlung, das ist im Wesentlichen eine Energie pro Zeiteinheit, die da von so einer heißen Fläche aus auftritt. In der stehen jetzt verschiedene Faktoren drinnen. Ein vor allem die Oberfläche und die Temperatur. Und? Tut sie was? Noch nicht. Noch nicht. Sie schreien, wenn sich was tut. Und besonders wichtig, meine Damen und Herren, und das ist es, warum man sich dieses Gesetz besonders merken sollte, ist, dass da eine vierte Potenz der Temperatur vorkommt. Aha, sehen Sie? Schauen Sie nach, schaut, dass wir das nicht schon zu Weihnachten gemacht haben. Das wäre also ein ausgesprochenes Weihnachtsexperiment. Also diese Zündhölzeln da werden jetzt zu verschiedenen Zeiten die Temperatur erreichen, die für sie die Zündtemperatur ist. Weil diese Stäbe aus unterschiedlichen Materialien sind und da unterschiedliches Wärmeleitvermögen haben. Diese Wärmeleitfähigkeit K ist eben für verschiedene Körper verschieden groß. Da haben sie schon wieder, das ist jetzt wie eine Raketen weggezischt, was? Na, aber Sie haben es auch gesehen, nicht? Ich hoffe, ich habe es jedenfalls gesehen. Ja, haben Sie es gesehen? Es riecht auch schon so richtig schwefelig, wie in der Hölle. Ja, naja. Also merken Sie sich aber hier dieses Strahlungs... Und? Aus? Okay. Wunderbar. Also Sie sehen, Wärmeleitung funktioniert. Stefan Boltzmannsches Gesetz. Die Wärmestrahlung von einer heißen Oberfläche in die Umgebung als Energie pro Zeiteinheit ist proportional zur Größe der Oberfläche, ist proportional zu einem Theoriefaktor, die Stefan-Boltzmann-Konstante, die kann man dann in der Literatur nachschauen, das ist ca. 6 mal 10 der minus 8 Watt pro Quadratmeter Kelvin der vierten. Also schreiben wir es her. Ungefähr gleich 5,7 mal 10 der minus 8. Und jetzt natürlich, was haben wir? Energie pro Zeit ist Watt pro Quadratmeter und Kelvin der vierten. Damit sich das ausgeht, dass wir da hier Watt bekommen, nicht? Energie pro Zeiteinheit. Und das Epsilon, das ist auch noch was Wichtiges. Das ist der Emissionsgrad. Der aus gewissen Gleichgewichtsgründen das gleiche ist wie der Absorptionsgrad. Also für schwarze Körper ganz nahe an 1. Die absorbieren gut und emittieren gut. Deswegen macht man auch die Öfen schwarz und nicht weiß oder spiegelnd oder irgendwas, sondern die sind möglichst schwarz, damit sie also die Wärme gut abgeben können als Wärmestrahlung. Sie geben aber natürlich auch mit Wärmeleitung
durch die Luft, aber nicht nur die Wärme ab. Das ist also dieses Stefan-Boltzmann-Gesetz und merken Sie sich vor allem diese vierte Potenz der Temperatur. Das ist also sehr stark temperaturabhängig. Und auch dazu gibt es ein Experiment, das üblicherweise große Freude hervorruft und das werden wir jetzt zum Schluss durchführen. Da haben wir, um auch diesen Emissionsgrad zu illustrieren, den umgekehrten Vorgang. Wir beleuchten mit einer entsprechend starken Strahlung zwei Gasvolumina. Da ist eins das Flaschel außen schwarz angemalt und eins weiß angemalt. Und da werden Sie jetzt sehen, was passiert. Und damit Sie das wirklich schön sehen können, sind da oben drauf so Glasröhrchen mit einem, so einem kleinen Ballon dran. Und wenn die jetzt also dann Wärmezufuhr erleben durch die Wärmestrahlung von den Scheinwerfern, na, da wird sowas passieren wie da oben. Man führt Wärme zu, ein Teil geht in die Temperaturerhöhung, aber ein Teil geht auch in das Aufblasen von den Ballon. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Bitte, wenn Sie die Scheinwerfer einschalten, dann werden wir gleich sehen, was da passiert. Löst üblicherweise Heiterkeit aus. Also da müssen wir halt ein bisschen warten, weil die Thermodynamik ist eine langsame Wissenschaft, habe ich Ihnen ja schon ein paar Mal gesagt. Aber andererseits, das ist sehr verlässlich, das muss eigentlich funktionieren. Das ist sehr erfreulich, dass gewisse Dinge eben immer funktionieren. Es sei denn, es ist was undicht, aber das wird schon dicht sein. Oh, bitte. Also, so wie es gehört, beim Schwarzen zuerst, weil der den besseren Absorptionsgrad hat. Sehen Sie, habe ich Ihnen gesagt, es wird Heiterkeit hervorrufen. Es geht halt nicht alles auf einen Schlag. Nicht? Man muss halt manchmal ein bisschen warten, bis der Effekt eintritt. Also den Weißen werden wir möglicherweise nicht erleben. Auch sowas kommt vor. Aber der Effekt, der zu zeigen war, ist, dass dieses Epsilon schon einen wichtigen Einfluss hat. Ja, also ich danke Ihnen schön. Danke für die Experimente, die heute wieder besonders toll gelungen sind. Und morgen werden wir also mit dem letzten wichtigen Kapitel der Thermodynamik beginnen. Ist alles wichtig, aber das morgige dann besonders von da an beginnen. Wir werden ab morgen über den Energieaustausch in thermischen Systemen sprechen und uns damit im Zusammenhang mit den Hauptsätzen der Thermodynamik auseinandersetzen. Also vielen Dank. Sehr schön ist alles gegangen.